das auch vielleicht ein bisschen abzukürzen, weil es nicht mehr kann, wie ich schon vorstelle, was Dr. Hübner hat im Vorstand des Gesundheitsnetzes. Und zu meiner Seite fange ich mal ganz rechts außen an, Norbert Mühleneisen, links außen, haben wir gesehen, Norbert Mühleneisen und dann der Kollege Trafnik, die beiden Vorstände des regionalen Praxisnetzes in Leverkusen, die jetzt zum wiederholten Male Veranstalter des Gesundheitstages sind, die schon im letzten Jahr mit großem Erfolg den Gesundheitstag gemacht. Und auch da war das RPL, also das regionale Praxisnetz, und das regionale Danke, das regionale Gesundheitsnetz, das Medien vertreten, waren Ausrichter dieser Veranstaltung. Dann natürlich nicht zu vergessen Simone Hensch, die Projektleiterin in der Vorbereitung des Gesundheitstages. Und Durchführung. Und Durchführung. Und dann die beiden Vorstandskollegen aus dem Gesundheitsnetz. Dr. Dehnhofen und Dr. Klemm. Aber wir sind zum Teil wirklich erwartet bekannt. Ja, ich habe gerade schon gesagt, wir haben mit großem Erfolg im letzten Jahr diesen Gesundheitstag ja schon gemacht mit weit über 1000 Besuchern. Das Ganze ist auch sehr, sehr gut angekommen und das hat uns eben inspiriert, das auch in dieser Konstellation wieder zusammen mit dem regionalen Praxisnetz zu machen. Diesmal unter dem Thema Umsorge dich, wo wir wieder in den Vordergrund stellen wollen, dass unsere Mitbürger, die Leverkusen Bevölkerung einfach durchaus eine Menge tun kann, um gesund zu bleiben. Deswegen bieten wir eben viele, viele Mitmachaktionen an. Wir haben ungefähr 40 Aussteller. Sie kriegen aber die Info oder haben die Info ja auch schon vor sich liegen, die Zusammenfassung. Also eine Reihe Aussteller, Parcours, wieder diesen Gesundheitsparcours, wie wir schon im letzten Jahr hatten, wo wieder Vitalparameter bestimmt werden, wie Blutzucker, wie Cholesterin und viele andere Mitmachaktionen, sodass wir denken, dass wir wieder ein buntes Programm haben, um eben der Bevölkerung zu zeigen, man kann und man soll vor allem und muss eben auch was für sich tun, damit man gesund bleibt. Und das Ganze unter dem Aspekt, dass wir in diesem Jahr auch mehr die ganze Familie in den Fokus stellen wollen, nicht so sehr den Einzelnen, wie es letztes Jahr einfach zum Thema Vorsorge. Wir sprechen also Familien, wir sprechen die Kinder an und deswegen haben wir unter anderem als Hauptthema das Thema Impfen auch in diesem Jahr uns vorgenommen und auch dazu aufgefordert, auch in den Flyern, die schon verteilt sind, dass die Patienten ihre Impfpässe mitbringen sollen, die dann von uns, von Kollegen und Kolleginnen kontrolliert werden, um einen Hinweis zu geben, bitte geh zum Hausarzt, da fehlt was und das, was einfach kontrolliert wird. Dann haben wir zwei große Podiumsdiskussionen, die eine mit Herrn Mühleneisen, der natürlich als Pulmologe hier in Leverkusen der Fachmann dafür ist, das Thema dicke Luft. Ist ja nicht nur ein Thema jetzt gerade im Wahlkampf, wo der eine oder andere darüber spricht, sondern es ist eben wirklich ein Problem hier in Leverkusen, was Herr Mühleneisen dazu berichten, weil er auch schon etliche Mal in Leverkusen berichtet hat in Veranstaltungen. Von daher, glaube ich, wird das sehr, sehr spannend werden. Der zweite Vortrag ist eben dann, ist auch eine Podiumsdiskussion zum Thema Impfen mit Herrn Trafnik und Professor Reuter aus dem Klinikum, Chef der Inneren Medizin, Infektiologie und ein, sicherlich auch klarer Kenner der Materie. Ja, dann gibt es eine Reihe Fachvorträge noch, das haben Sie, glaube ich, auch im Programm zum Teil mitstehen. Und ich denke einfach für den Anfang, vielleicht noch zur Eröffnung, es wollte ja der Oberbürgermeister Uwe Richard die Veranstaltung im vergangenen Jahr auch wieder eröffnen, ist leider aber verhindert. Er wird vertreten durch Herrn Marewski, der wird es eröffnen, zusammen, denke ich, mit dir, Manfred Klemm und Herbert Mühleneisen, weil ich leider selber in diesem Jahr nicht dabei sein kann, aufgrund einer großen Familienfeier, die nicht abzusagen war. Die du nicht mehr abzusagen nicht war. Für die Zeit, aber es ist die neue Hochzeit der Schwiegereltern und das ist die ganze Familie. Kurzum, da kann man nicht fehlen. Gut, also die drei werden das eröffnen, Herr Marewski, Herr Klemm und Norbert Mühleneisen. Ja, Grußwort haben wir natürlich von Herrn Richard, weil zu dem Zeitpunkt, als die Feier gemacht wurden, wollte er eigentlich noch kommen, er war im letzten Jahr da und hat es mit eröffnet. Und wir haben auch wieder ein Grußwort bekommen vom jetzt aktierenden Gesundheitsminister Herrn Laumann, also bei dem ja war es noch Frau Steffens und jetzt ist Herr Laumann, der aber leider auch nicht persönlich kommen kann. Das ist halt so. Gut. Ja. Ich denke, für den Anfang habe ich jetzt schon mal eine ganze Menge erzählt. Vielleicht fragen Sie einfach noch Dinge, die Ihnen nicht klar geworden sind, sondern die Ihnen fehlen.
fehlen. Wir haben ja hier genügend Sachverständige, die das alles vorbereitet haben. Einfach noch hinzu, wir haben halt auch ein Kinderprogramm. Wenn das Wetter mitspielt, haben wir draußen ein Parcours. Sprich, das sind diese Cubes, wo die Jugendlichen Balance, Stabilität und sowas üben können und angeleitet werden. Das Ganze ist über den Sportpark gesponsert und der Firma Niesen. Wir haben von den Maltesern, von der Jugendgruppe, die bieten ganz viele Sachen an. Und besonders finde ich dieses Kinderwunschschminken, was sehr wahrscheinlich schön schaurig sein wird. Und ja, man kann diesen Wagen besichtigen, es wird ein Einsatz, wird simuliert. Es passiert sehr viel Aktives tatsächlich am Tag. Also unser Fokus ist wirklich auf aktiv erleben. Eine Mitmachmesse, wir haben zum Beispiel beim Klinikum dabei, die haben die Lübecker Toolbox. Das ist ein Trainingsgerät zum minimalinvasiven Operieren. Das heißt, man kann selber mit diesem Gerät trainieren vor Ort. Habe ich auch noch nicht gesehen, bin ich auch gespannt, werde ich auch ausprobieren. Wir haben Rollator-Parcours von Recara, wir haben Mittelstädt da, man kann E-Bikes testen. Wir haben ganz viele verschiedene Aktivitäten. Sisyphox ist dabei. Das ist eine Riesenkugel, die man durch Bewegung im Berg hochrollen muss. Und natürlich wie bei Sisyphox, man fängt immer wieder unten an. Der hieß Sisyphus, also, und der hat immer geschoben, aber daraufhin ist dieses Tool entstanden. Ganz tolle Sache. Man muss ihn sich als glücklichen Menschen vorstellen. Ja. Ewig schiebt er sein Kügelchen. Was auch noch ganz interessant ist, ist bestimmt der Sehtest und eine Alkoholbrille wird vor Ort sein. Also auch gerade für Jugendliche einfach mal zu erfahren, wie ist das. Wenn ich dann doch ein oder zwei Bier getrunken habe, kann ich dann wirklich mit Auto fahren. Oder sollte ich das? Vielleicht an der Stelle, es wurde ja eben auch hingewiesen, Impfen. Sie selber haben wahrscheinlich hier und da über das Jahr auch schon öfters selber aus den verschiedenen Anliegen über das Impfen ja mal geschrieben. Ob das jetzt Masern sind oder das sind immer wieder Themen, die andere ein bisschen zu Impfverweigerung etc. Das ist natürlich auch für die Ärzteschaft in Leverkusen ein unglaublich wichtiges Thema, weil die Fragen kommen immer wieder in die Praxen. Deswegen, Peter Trachnik, sehen Sie, wird auch zusammen mit Professor Reuter vom Klinikum über Impfen, Schutz oder Gefahr referieren. Deswegen aber auch, Dr. Hübner eben schon darauf hingewiesen hat, die Impfpasskontrolle. Nicht, weil da man klugscheißern will, wie ist der Status, sondern auch hier bewusst machen. Man hat den Impfpass bei sich, man kann selber beitragen, habe ich denn einen optimalen Schutz, um dann auch an den verschiedenen Diskussionen, die da natürlich hingehören, teilnehmen zu können. Also hier versuchen wir auch rund zu informieren. Umso wichtiger, wir planen noch ein paar Aktionen, um das plastik zu machen. Dazu muss man seinen Impfpass natürlich erstmal wissen, wo ist der. B, dass man eventuell auch mitbringt und gemeinsam schaut, wie kann ich das denn checken? Wie kann ich auch meinem Arzt, meinem Hausarzt es leichter machen, zu schauen, bin ich in einem optimalen Impfschutz? Also da ganz wichtig, dass wir aufrufen, Menschen da draußen, sucht den mal, bringt den mit, lasst es uns nachschauen. Und auch extra provokant, wie Sie sehen an dem Plakat, was es noch geben wird. Das wird was größer. Sie müssen nicht alle Ihre Kinder impfen, nur die, die Sie behalten wollen. Das ist ein sehr provokantes Thema momentan. Aber mit sehr viel Wahrheit. Genau, richtig. Und wir haben das bewusst so gewählt, damit die Leute sich angesprochen fühlen, die Impfgegner und die Impfbefürworter. Dass wir da in den Dialog tatsächlich auch treten können mit dem Dr. Reuter und Professor Dr. Reuter und dem Herrn Dr. Trachnik. Bei Masern wird immer diskutiert, wenn es zu spät ist und dann hat man seine Masern und einige sterben leider am Ende. Und dann kommt die Frage, warum. Darüber sollte man vorher nachdenken. Sind Masern nicht vorgeschrieben? Machen Sie alles, was Ihnen vorgeschrieben nicht. Das ist dringend empfohlen, aus sehr guten Gründen. Aber es gibt natürlich die andere Liga, die auch aus ihren guten Gründen eine Meinung haben. Schön wäre, wenn man als Gesellschaft hier eine Meinung vertreten kann. Weil einer, der nicht geschützt ist, reicht, um auch anderen zu schaden. Das ist ein komplexeres Thema und muss gemeinschaftlich gelöst werden. Aber Impfen schützt. Und ich könnte einen älteren Bruder haben, der an Diphtherie verstorben ist. Und der könnte noch leben, wenn er damals geimpft worden wäre. Nur damals gab es das noch nicht im Krieg. Deshalb, Impfen rettet Leben. Also mit dieser Maßnahme und diesen Worten unterstellen Sie den Bürgern, dass die nicht mündig sind. Nein, dass ihre Aufmerksamkeit vielleicht auf anderen Themen stärker liegen und so ein wichtiges Thema vielleicht nicht die nötige Aufmerksamkeit hat. Okay.
Sie erinnern sich vielleicht an die Kampagne, die es vor einem Jahr oder zwei gegeben hat, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wo man den Rücken einer Frau sah, die unter dem Sofa nach was suchte. Und das war die Kampagne, suchen Sie einen Impfpass. Deutschland sucht den Impfpass. Deutschland sucht den Impfpass. Und jetzt frage ich Sie mal, Sie vier, die Sie hier sitzen, haben Sie einen Impfpass? Wissen Sie, wo der ist? Ja. Alle vier linken sind. Super. Aber dann sitzen Sie auch. Sie nehmen das Thema Basis, ist es Ihnen wichtig, egal wie Sie sich entscheiden. Aber und das ist das, was wir in der Bevölkerung durchaus sehen, was in den Arztpraxen als bekannte Information vorliegt. Sie sind da eine gute Ausnahme. Es nehmen nicht alle das Thema so wahr wie Sie und sie nicht alle für die Diskussion im nötigen Rahmen. Das Ende ist ja nach wie vor offen. Aber es ist ein wichtiges Thema. Also das Thema Impfmüdigkeit ist eben nach wie vor aktuell, auch wenn wir seit vielen, vielen Jahren in unseren Praxen, gerade in den Hausarztpraxen, wirklich sehr intensiv darauf hingearbeitet haben und das auch immer noch tun, gerade auch so in Verbindung mit Gesundheitschecks, also mit diesen Vorsorgeuntersuchungen. Das ist nahezu Standard, dass man eben sagt, Sie bringen ja nicht was bitte mit, damit wir im Rahmen der Untersuchung kontrollieren können. Trotzdem ist ja unsere Bundesrepublik impfmüde, das muss man schon sagen, im Vergleich zu anderen Ländern. Von daher war es uns auch so wichtig, das Thema mit in den Vordergrund zu stellen und ich denke, das wird auch gut. Das trifft aber nicht nur Kinder, das trifft auch Erwachsene. Alle. Kinder sind ja meistens noch die besten. Aber je älter sie werden, man meint, mit der Kindheit schließt man auch die Impfnotwendigkeit ab. Und bei den Erwachsenen ist es so, dass glaube ich nur 40% überhaupt durchgeimpft sind. 40% ausreichend mit der allem, was Erwachsenen. Sprechen wir jetzt von Deutschland? Deutschland. Bei den Kindern ist es halt so, dass sie ja schon mit der Geburt in der Klinik kriegen ja quasi die ersten Impfungen. Das ist Standard, das weiß man, also das gehört sich so, das macht man. Und dann kommen die Kinder natürlich in diese, das wissen Sie, wenn Sie selber Kinder haben, in diese U-Untersuchung, ne? U1 bis U6, 9, so. Also Sie sind ja sehr, sehr engmaschig beim Kinderarzt dann angebunden. Und da wird das auch gemacht. Aber sobald Sie dann ins Jugendalter und Erwachsenenalter kommen, wird es vernachlässigt. Auch so unter dem Motto, ja, ich habe ja alle meine Impfung schon gekriegt als Kind, der Kinderarzt hat das alles gemacht und dann war es das. Dass das zum Teil aufgefrischt werden muss oder dass auch neue Impfungen hinzugekommen sind, denke mal, das fällt mir ein. Hämophilus ist eine relativ neue, die gab es vor 30 Jahren, als ich angefangen habe, auch noch nicht. Aber nicht, dass Sie denken, dass diese ganze Veranstaltung, der zweite Leverkusener Gesundheitstag, jetzt eine Impfmesse wird. Das sollten wir nicht, das ist uns ein wichtiges Thema, das hören Sie raus, wir geben dem Raum. Der Tag hat deutlich mehr, aber auch dieses Thema ist wichtig. Und ich glaube, das, wo hier die Schnittmenge ist, das ist eins der vielen Themen, wo wir als Gesellschaft, wo wir als Mitbürger einfach aufgefordert sind, mitzumachen, mitzudenken, Verantwortung zu zeigen, uns dem Thema offen zu präsentieren. Und Sie werden sehen, auch die anderen Dinge, wo man gerne auch mal den Zeigefinger hebt, hier, du müsstest, Bewegung, Prävention, Ernährung, nicht rauchen, das sind alles Themen, wo man offen mit umgehen sollte. Aber ich würde gerne letztes Wort zum Impfen, also nicht letztes, weil Sie wollen, aber ein wichtiges Wort, denken Sie bei Impfen, wir hatten gerade die Kinder, wenn in der Kinderarztpraxis die passende Aufklärung passiert und sie wird da passieren, werden Sie feststellen, Keuschhusten kann bei Neugeborenen eben noch nicht verimpft werden. Sie sind über eine genügende Strecke, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ich würde sagen 6. Monat, im Prinzip erreichbar für Keuschhusten. Hier ist ganz wichtig, gerade ältere Menschen, Oma, Opa, dass die diesen Nestschutz aufgebaut haben. Wenn jetzt das heimische Umfeld für Keuschhusten offen ist, dann wird das Kind davon, das kann noch nicht geimpft werden. Das ist eine Gefährdung. Da sollten wir uns bewusst sein. Wie man damit umgeht, okay, aber man sollte sich dessen bewusst sein. Ich sage, habe ich ja nicht gewusst. Das ist zu einfach. Die Zahl der deutlichen Patienten bei Erwachsenen nimmt zu. Und damit die Gefährdung der Kinder. Und der Verlauf ist wesentlich schlimmer als bei Kindern. Die Erwachsenen manchmal 3 Monate krank. Kinder tot. Ich würde sehr gerne mal, Norbert, dich bitten, das zweite Thema neben dem Impfen, die dicke Luft, weil das ist ja nun auch dein Hauptthema, dein Lieblingsthema aus gutem Grunde und leider ist es ein Hauptthema geworden. Sag doch vielleicht mal einfach 2, 3 Statements zur Situation hier in Leverkusen, die ja nun wirklich anders ist als in anderen Städten, aufgrund der Lage der Autobahnungsbahn. Die Lage in Leverkusen ist ja deswegen anders, weil wir hier sehr viel mehr Verkehr haben als in vielen anderen Städten, die auch belastet sind. Wir haben also 2 Autobahnen, die sich hier kreuzen, mit 300.000 Autos pro Tag, die durch Leverkusen durchfahren, mit der entsprechenden Abgasbelastung. Und wir haben nur 80.000 Autos, die in Leverkusen selbst zugelassen sind. Wir müssen in Leverkusen jetzt einen Luftreinhalteplan erstellen für die 80.000 zugelassenen Leverkusener Autos,
für die 300.000, die hier durchfahren, können wir nichts machen. Das ist eine Bundesautobahn, da können wir nichts verändern. Das heißt, alle, die daran arbeiten, wissen, dass das eigentlich für einen Papierkorb ist. Das ist eine Arbeit, die man hier macht, von der man weiß, dass sie nicht den Erfolg haben kann, den sie vorgeblich haben sollte. Und das macht die Sache so ein bisschen frustrant. Und bin ich ja gestern Abend mit Herrn Schulz zusammengeraten und habe ihn da ein bisschen heftig befragt. Deswegen sitze ich hier noch mit der gleichen Krawatte und unrasiert. Aber er hat immerhin gestern Abend sich aus dem Fenster gelegt und gesagt, er ist für einen Tunnel in Leverkusen. Wie lange? Er ist für einen Tunnel in Leverkusen. Er hat das immerhin gesagt. So, jetzt ist Frau Bundeskanzlerin Merkel dran. Jetzt ist der Ball im Spielfeld von Frau Bundeskanzlerin. Morgen Abend ist sie ja dran und eine Patientin von mir wird morgen Abend eine ähnliche Frage an die Kanzlerin richten. Jetzt muss sie dann bekennen, wofür sie ist. Also ich habe ja unabhängig von Herrn Lauterbach, das war auch ganz witzig, wir haben beide mal gerechnet, jeder für sich, ohne voneinander zu wissen. Wir sind auf die gleiche Zahl gekommen. 150 bis 200 Tote pro Jahr allein durch Stickoxide in Leverkusen. So, und das ist etwas, das muss man sich klar machen, was nicht auf dem Totenschein steht. Wenn der Patient stirbt, steht auf dem Totenschein COPD oder Herzinfarkt. Da steht nicht Feinstaub oder Stickoxide, sondern da stehen die Erkrankungen, die dazu geführt haben, also wo der Feinstaub oder die Stickoxide hingeführt haben. Und die COPD, also die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, stand, als ich noch ein junger Arzt war, auf Platz 5 der Todesursachenstatistik. Inzwischen steht er auf Platz 4 und in 2 Jahren wird er auf Platz 3 stehen. Das heißt, das, was da im Moment passiert, ist ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für Lungenfachärzte. Ich lade alle jungen Medizinstudenten ein, macht Pneumologie, weil da werdet ihr sicher viel Geld verdienen. Erstens die ganzen Raucher, die wir noch für 20 Jahre mindestens haben werden, wo wir dann verdienen werden. Dann die ganzen Allergien, die zunehmen und jetzt auch noch diese ganze Verkehrsgeschichte. Das nimmt zu. Und Peter, Wolfgang, Hausärzte, ja, wir Ärzte haben üblicherweise einen Patienten vor uns in der Sprechstunde. Das heißt, wir machen Individualmedizin. Ich ziehe Ihnen die Ohren lang, wenn Sie rauchen. Und verglauben Sie mir, ich weiß von jedem meiner Patienten, wie viel der raucht. Weiß ich von jedem Patienten, kann ich Ihnen auf Knopfdruck sagen. Und da werde ich Ihnen die Ohren lang ziehen, wenn Sie rauchen. Das ist mein Job. Aber das machen wir beide untereinander aus. Das ist Individualmedizin. Sehen Sie? Und rauchen können Sie aufhören. Aber atmen draußen können Sie nicht aufhören. Und Sie riechen es nicht, Sie schmecken es nicht, ja? Sie sehen es nicht. Das ist alles halt eben etwas, was unterhalb der Wahrnehmungsschwelle ist. Aber es macht was. Und nochmal, auf dem Totenschein steht was anderes drauf. Und deshalb bringt mich das so auf die Palme, dass da also gesundheitliche Aspekte in diesem Zusammenhang keine Rolle spielen. Es wird immer über die Industrie gesprochen und die Autoindustrie, die so wichtig wäre. Wissen Sie, Agfa war in dieser Stadt ein Weltkonzern, hat eine Entwicklung verschlafen und den gibt es nicht mehr. Soll das mit der Autoindustrie auch so passieren? Was wollen wir denn konkret beim Gesundheitstag machen? Das ist jetzt ja schwierig, was und wo man wie Impfen spontan entgegenwirken kann. Also das, was ich mache beim Gesundheitstag, ist, dass ich also Lungenfunktionsmessungen anbiete und individuelle Empfindlichkeit sozusagen zu testen. Denn, das ist ja auch eine Binsenweisheit, es schadet ja der Stickoxide und die Feinstaubbelastung nicht jedem Patienten gleich. Kinder sind viel gefährdeter, ältere Menschen sind gefährdeter, Lungenkranke, Asthmatiker und Allergiker sind gefährdeter. Das heißt, wenn Sie jetzt nicht rauchen, gesund sind, Sport treiben, dann wird Sie das bisschen Feinstaub und das bisschen Stickoxide nicht umbringen. Wenn Sie aber vorgeschädigt sind, weil Sie früher mal geraucht haben, ja, weil Sie eine Allergie haben. Entschuldigung, ich gucke jetzt die ganze Zeit. Weil du früher mal geraucht hast, weil du eine Allergie hast, ja? Weil du zufällig Asthma hast, wofür du nichts kannst, dann bist du aber empfindlicher, dann bist du gefährdeter. Ja? Und das ist halt eben, was meine Aufgabe auch ist als Arzt. Mein Job ist es halt eben, wenn ich merke, dass es eben nicht nur reicht, Individualmedizin zu machen, dann muss ich auch irgendwann mal die Arschbacken zusammenkneifen und sagen, das überschreitet jetzt sozusagen meine Kompetenz im Sprechzimmer. Jetzt muss ich mal nach außen gehen und sagen, das sind jetzt ganz viele Probleme und nicht nur der eine, der da vor mir sitzt. Und das ist halt eben das, was ich in der letzten Zeit zunehmend gemacht habe und wo ich dankenswerterweise ja viel Unterstützung hier im Kollegenkreis bekommen habe. Das müssen Sie auch mal reinführen. Als wir hier anfingen, haben wir so gefrotzelt über 2 Ärzte, 5 Meinungen und so, nicht?
bei dem Thema habe ich noch keinen Arzt in Leverkusen gehabt, der gesagt hat, nee, Norbert, da schießt du das Ziel hinaus, das ist jetzt nicht in Ordnung. Das hat noch keiner gesagt. Noch keiner. Und das finde ich ist ungewöhnlich. Ich höre immer mal rum, bin ich nicht zu aktiv, bin ich nicht zu aggressiv, sage ich nicht zu viel, nicht? Die nicken ja alle. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt für deinen Gesundheitstag. Bisher ist man es ja gewohnt, ich habe ein Problem, ich gehe zur Reparatur, ob das jetzt das Auto oder wir selber sind. Und das ist genau, was du ansprichst, dieses Individuelle. Ich habe ein Problem, richte es wieder. Auch beim Thema Impfen. Ich glaube, im Bereich Gesundheit ist es nicht nur, Arzt muss es wieder richten und man ist dann froh, wenn man wieder gesund ist. Wir müssen ja als Gesellschaft, und wenn es der Kernpunkt Leverkusener Gesellschaft, auch wachrütteln und sagen, da sind Dinge, die können wir nur gemeinschaftlich bewegen. Hier müssen wir für stehen. Und gerade sowas wie Feinstaub, was dann eben auch Gesundheitsbelastung in bestimmten Bevölkerungsgruppen als Schwerpunktthema macht, dann müssen wir da einfach lauter werden und sowas auch, das Bewusstsein dafür auch auf so einem Tag einfach klarer machen. Und nicht nur, ich kann hier eine neue Pille machen oder hier einen besonderen Check. Nein, hier müssen wir uns bewusst werden. Bei 10 Jahren trifft uns mehr, es trifft unsere Kinder. Dieses Bewusstsein muss geweckt werden. Also das ist ein wichtiges Anliegen auch für so einen Gesundheitstag. Was dahinter steht, ist, wir übernehmen Verantwortung. Wir übernehmen Verantwortung für die individuelle Gesundheit von dem Patienten, der gerade vor uns sitzt. Und das, was wir hier bei dem Gesundheitstag machen, ist, wir übernehmen auch Verantwortung für die Gesellschaft als Ganzes. Das ist unsere Aufgabe als Ärzte, dafür sind wir ausgebildet, das dürfen Sie von uns erwarten. Aber ganz kurz, der letzte Punkt, weil wir sind jetzt bei den Schreckgespenstern, was alles schlimm sein kann. Ich glaube, wir sollten, und das wollen wir auch abrunden an unserem Tag, da noch über die schönen Aspekte nachdenken, das Aufklären, über Wellness. Wir wollen, dass es uns gut geht, wir wollen auch mal schöne Dinge haben. Also auch die Angebote im Bereich Wellness, Wohlempfinden gehören ganz stark zur Gesundheit dazu. Auch da wollen wir natürlich drauf eingehen. Wenn wir uns wohlfühlen, ist es der schnellere Weg zur Gesundheit. So, und jetzt, bitte schön, Entschuldigung. Nee, ich wollte es ja gar nicht abbrechen. Nur eins mir wichtig, falls Sie diese Einladung noch haben, vor sich haben oder in der Redaktion wo auch immer liegen haben, und davon nachher was übernehmen wollen. Ich habe gerade mit Schrecken gesehen, da ist ein Name vertauscht. Also im ersten Block muss es heißen, Dr. Manfred Lemm, Dr. Wolfgang Gübner und Dr. Bodo Denhofen. Und ja. Dr. Also, Bodo Lemm. Der Bodo Lemm ist alles wichtig, sonst steht Bodo in der Denhofen. Zeitung wieder was. Ich reg mich wieder auf und sage, was haben wir denn damit umgeschrieben? Kann ich direkt dein Exemplar? Ja, wir haben da vorne gerne auf dem Tisch liegen Exemplar. Ja, genau. Nehmt euch ein frisches und macht bitte aus Dr. Bodo Lemm, Dr. Bodo Denhofen. Ich bin nicht geplant. Das ist ja redaktionell irgendwie. Also ich weiß natürlich, wie die alle heißen hier, aber. Also ja, Dr. Bodo Denhofen, weil das sonst gerufen ist. Also wichtig ist, der Besucher soll nicht krank nach Hause gehen, sondern er soll eigentlich gestärkt nach Hause gehen mit der Option, was kann ich für meine Gesundheit aktiv machen, dass ich eben nicht erst krank werde, sondern präventiv handel und sei es durch über Aquavital, Saunagänge, durch Therapeuten, Therapiegespräche, Sportangebote. Es gibt so viel, womit man sich Körper, Geist und Seele gesund erhalten kann und die Möglichkeit möchten wir an dem Tag aufzählen und anbieten. So eine Veranstaltung ist ja beim ersten Mal immer ein bisschen experimentell wahrscheinlich. Sind wir beim zweiten Mal, haben Sie Erfahrungen vom ersten Mal gemacht oder Rückmeldungen gekriegt, was Sie jetzt angepasst haben? Ja, unsere Erfahrung vom letzten Mal ist, dass die Bürger gerne aktiv etwas erleben. Und da haben wir die Messe umgestellt. Wir haben in diesem Jahr halt nicht Stände, wo man einfach sich nur einen Flyer und einen Kugelschreiber abgreifen kann, sondern tatsächlich aktiv mitmacht, sei es eine Gichtmessung oder sei es wie kann ich mir die Hände richtig desinfizieren, dass sie auch wirklich sauber sind. Also wir haben so gut wie keinen Stand, wo ich wirklich nur Informationen kriege. Also man kann wirklich überall was anfassen, was körperlich tun. Ja, und das ist auch so das Feedback, was wir von den Bürgern bekommen haben, dass das am angenehmsten war oder am schönsten war. Und die Messestände waren auch am meisten besucht. Wie viele sind insgesamt dabei? Mehr oder weniger? Oder genau 40 Aussteller haben wir wieder, ist etwa so wie auf dem letzten. Das ist auch dem Platz geschuldet. Genau, das ist die Kapazitätsgrenzung des Forums so ein bisschen. Hergibt. Genau, wir haben dieses Jahr auch wieder den Vorplatz vom Forum dabei. Wir haben das Foyer und den Terrassensaal. Und im Filmstudio sind dann die Vorträge. Wir brauchen noch das Gebet an den Weltakt. Ja, zwischendurch bieten wir auch an, wir haben ja, wie gesagt, die Vorträge und damit das nicht so langweilig wird und die Leute auf den Stühlen sitzen, machen wir ein sogenanntes Warm-up.
vor jedem Vortrag. Das heißt, die Frau Meier von der VGS wird passend zu jedem Thema für 5 bis 10 Minuten, mit dem der Interesse hat, irgendwelche Bewegungsabläufe ja, trainieren, mitmachen und mit Spaß. Darf da jeder dran teilhaben. Kommt die wieder mit dem Trampolin? Die kommen auch wieder mit dem Trampolin, mit dem Rebound, das gehört zum Bühnenprogramm. Das ist super. Also wenn Sie da sind, also das müssen Sie erleben, wie die da rumhüpfen auf diesen Trampolin mit alten Menschen. Also älter als ich so. Ja? Also irre, dann macht einfach Spaß. Noch älter. Ich bin ja schon grauhaarig. Ja, gut, was bleibt noch zu sagen? Wie viele Zuschauer Sie erwarten oder Besucher Sie erwarten? Wie viel wir erwarten? Ja, gerne mehr als beim letzten Mal. Also letztes Mal hatten wir über 1000 und ich kann mir vorstellen, weil das eben wirklich gut angekommen ist und wir auch wieder gut Werbung gemacht haben, über Plakate, Flyer und so weiter, dass wir vielleicht mit 1.500 bis 2.000 rechnen können. Das ist halt immer schwierig, ne? Aber würde ich mir wünschen und erwarten. Es ist keine Verkaufsmesse, auch das nochmal wichtig zu betonen. Es gibt ja immer mal wieder Gesundheitsmessen oder ähnliche Veranstaltungen auch im Stadtgebiet, wo irgendwelche Wellnessprodukte oder was auch immer verkauft werden. Hier wird nichts verkauft, sondern wir bieten einfach nur, wie wir gerade erzählt haben, Hilfestellungen an. Sie verkaufen Gesundheit. Genau. Das Interesse dafür, genau. Die Krankenhäuser sind vertreten, vielleicht auch noch wichtig zu wissen, also sowohl das Klinikum als auch das Amigus-Krankenhaus, als auch die LVA-Klinik in Langenfeld sind mit als Aussteller mit Ständen und Informationen vertreten, sodass wir wirklich auch ein ganz rundes Programm haben und damit das, was wir eigentlich auch immer wieder guten Gewissens sagen, wir glauben, wir machen in Leverkusen eine gute Medizin und das betrifft eben alle, die niedergelassen sind, sei es als Hausärzte, als Fachärzte oder eben auch in der Klinik und wir arbeiten schon gut. Das Plakat hat mich wieder daran erinnert, vernetzte Versorgung, das ist ja das, was wir hier in Leverkusen schon seit Jahren uns auf die Fahnen geschrieben haben, mittlerweile auch machen. Wir haben ja in der Pilotphase 23 Praxen, die miteinander vernetzt sind, aber es ist halt noch eine Pilotphase und gehört jetzt nicht zum Gesundheitstag. Ich sage es trotzdem, wir sind jetzt gerade in der heißen Phase, wo wir das Klinikum und auch das Amigus in einer Pilotversion anbinden, damit ein Austausch zwischen den niedergelassenen Kollegen in Praxen und den Kliniken stattfinden kann. Also Funde und so weiter. Das Amigus wird gerade aktiv angeschlossen, aber das letzte Gespräch vor kurzer Zeit, wir sagten, kommt, wir starten durch im Herbst, müssen wir es laufen haben. Also die sind da ganz positiv dabei. Das gehört jetzt auch nicht hierher, aber kannst du mir kurz den aktuellen Stand der Dinge in Sachen Hospiz Ja, kann ich auch erzählen. Hat gerade vor 2 Wochen ist jetzt, glaube ich, hier ein gemeinsamer Termin mehr stattgefunden mit dem Klinikum zusammen. Also wir planen sehr intensiv weiter. Wir sind immer noch mit dem Klinikum sehr im Gespräch. Wir müssen gucken, wie wir gemeinsam ein Konzept finden. Also das Palliativ-Konzept steht ja, was wir entwickelt haben. Und das wollen wir auch unter dem Namen Palliativ machen. Im Moment schauen wir auch intensiv nach Grundstücken, weil wir hatten ja schon mal eins, aber kristallisiert sich heraus, dass wir das wohl nicht werden. Also wir haben jetzt 3 aktiv, wo die Umsetzung relativ zügig möglich ist. Also sind wir sehen Sie mir das nach, dass wir es im heutigen Termin, dafür kriegen wir einen Extratermin. Das ist jetzt ruckzuck dann auch da. Wir sind ja natürlich auf einer politischen Gratwanderung, gerade in den Gesprächen mit dem Klinikum. Uns ist ganz wichtig, dass wir für Leverkusen gemeinschaftlich eine vernünftige Lösung machen unter dem Konzept Palliativ. Da gibt es durchaus aber politische Strömungen, die Eigeninteresse haben. Und das ist gerade im Wahlkampf momentan ein nicht ganz einfaches Feld. Deswegen sehen Sie uns nach, wenn wir trotzdem ein bisschen vorsichtig sind, weil wir wollen auch nichts verbrennen. Aber das Ziel von Palliativ ist es definitiv, ein stationäres Hospiz im ambulanten Umfeld zu platzieren und nicht auf irgendeinem Krankenhausgelände. Und das werden wir auch realisieren. Da gab es jetzt kurzfristig sehr gute Gespräche, dass wir auch ganz schnell das umsetzen. Wir waren bereits bei den dazu zuständigen Krankenkassen, die dieses Konzept, da muss man einen gewissen Mut für haben, dass es so weit gereift ist, es auch den passenden Krankenkassenvertretern vorzustellen. Das haben die sehr positiv angenommen, weil man kennt die alten Konzepte, das sind natürlich Profis, die haben sofort erkannt, wo hier dieser gemeinschaftliche, der koordinierende Ansatz enthalten ist und bestärken uns nach allen Möglichkeiten, das auch genauso umzusetzen und nicht politisch motivierten Partikularinteressen dann nachzugeben. Und das ist eben auch das Wichtige, was man, das wollte ich auch gerade sagen, was man auch wirklich jetzt außen schon vertreten kann. Wir sind ja auf die Krankenkassen angewiesen, weil die uns ja den sogenannten Versorgungsvertrag geben müssen. Ohne so einen Versorgungsvertrag, wie es auch offiziell heißt, kann man sowas nicht betreiben.
Und da sind wir eben in sehr, sehr guten Gesprächen, wie Dr. Kippmann gerade gesagt hat, da haben wir eigentlich offene Türen bei den Einwand mit diesem Konzept. Also speziell gar nicht zu deiner Frage, es geht wirklich intensiv weiter. Wie das dann im Kleinen aussieht, was für eine Betreibergesellschaft es gibt, die auch so hat sich. Ich glaube, vielen Dank. Ich muss weg, ich habe noch einen Termin. Komm wieder. Gut. Nee, er ist aber nicht zurückgekehrt. Hier muss man natürlich auch schauen, wir haben momentan einen Oberbürgermeister, der eine Doppelrolle hat. Er ist zum einen natürlich für Leverkusen als Ganzes zuständig, ist zum anderen aber auch im Aufsichtsrat des Klinikums. Und von daher sind die Wege nicht die einfachsten. Trotzdem glaube ich, wir werden eine ganz klare und positive Lösung. Es ist von allen gesagt, wir machen das nur zusammen. Leider sind die Gespräche etwas länger und ein bisschen komplexer, als wir es zuerst dachten. Und wann könnte man sagen, dass ihr mehr wisst? Und es wird noch in diesem Herbst die klare Entscheidung fällen. Das kann man, glaube ich, sicher. Also wir sind eigentlich entscheidungsbereit, aber wir müssen eben, wir wollen keinen verstrecken, deswegen. Danke. Ja, von meiner Seite aus haben wir, glaube ich, alles erzählt, die wichtigen Dinge zumindest. Mit Material sind Sie ausgestattet, seid ihr versorgt. Wenn noch Fragen sind, sehr gerne. Ansonsten, vielen Dank. Ansonsten bin ich auch jederzeit erreichbar. Kontaktdaten stehen, glaube ich, drauf, sonst habe ich hier nochmal ein Kärtchen. Sie wissen am besten selber, was Sie schreiben und wie Sie das schreiben. Auch vielleicht diese Bitte, dass im Prinzip dieser Aufruf kommt, kümmert euch, bringt euren Impfpass mit, tragt was bei. Das wäre total toll, wenn das bei Ihren Ausführungen rüberkäme. Nehmt es gerne auch als Herausforderung. Die wollen ja was in Richtung Impfpasskontrolle machen. Machen wir doch den Impfflashmob. Schüttet sie zu mit Impfpässen, dass sie kontrolliert werden. Ich glaube, das ist mal ein bisschen was frischer, aber da wissen wir selber, wie man es vielleicht macht. Keine schlechte Idee. Ja, okay. Dann vielen, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ja.